So, meine Damen und Herren, heute gucken wir uns von Mike Shinoda ein kleines Medley an. Oh Gott, dieses Mikrofon, ich hasse es. Ich glaube, es hasst mich genauso. Da performt er Step Up, High Voltage und Hands Held High. Und ich fand es einfach so krass genial, weswegen ich das mit euch teilen will. Mike Shinoda, meine Damen und Herren. Who can rock a rhyme like this? Like this. Step up. One more time. Yeah. Who can rock a rhyme like this? Like this. Bring it to you every time like this. Like this. Who can rock a rhyme like this? Like this. Step up. Hold up. Step up. Yeah. Lift up like Virgin Galactic. Two brands in the fuck with you bastards. Very legendary, that's a matter of fact. You get the opposite of stars like rats spelled backwards. I float palms out to Saturn and past it. Das ist wirklich so, das ist so ein Sound, den man abends, wenn man auf dem Highway, ne, wenn man auf der Autobahn fährt, die Sonne geht unter oder die Sonne geht auf, ne, sind beides richtig, richtig krasse Stimmungsbilder. Und dann hörst du das und du fühlst dich einfach gut, ne, das ist so ein uplifting feeling. Das beherrscht Mike, ne, da macht sich die jahrelange Zeit mit Linkin Park, das macht sich echt bemerkbar. Turn into tragedy. Schöne Zeile. Wie gut der Sound ist. Ich mag das ja, ne? Das ist ja keine Live-Übertragung oder sowas in 4K, sondern es ist wirklich so, das hat jemand mit dem Handy gefilmt. Wie clean und sauber Mikes Stimme rüberkommt, das ist unfassbar gut. Ich liebe es, wenn Bands, ne, oder jetzt hier Künstler, ne, Mike ist ja irgendwie alleine mit seiner Band da, wenn man die einfach so richtig gut hört, man merkt einfach live, dass sich das einfach lohnt, das anzugucken, und das ist einfach ein unfassbarer Vorteil ist zu irgendwelchen Bands, wo du gar nichts verstehst, weil der Bass ist zu laut, die Instrumente sind zu laut eingestellt, ne? Die Stimme ist zu leise eingestellt, der Soundingenieur gehört gefeuert. Aber hier, das ist wirklich ein Schmackofatz. Who can rock a rhyme like this? Step up. I've been digging in the crates ever since I was living in space. Before the rap race, before monkeys had human traits. I'm asking numerology and Big Bang theology. Perform the lotteries with telekinetic psychology. Invented the mic so I can start blessing it. Checking kids to make my point like in depressions. Many men are trying to shake us, but I twist my cores to double helices. Show you what I'm made of. I buckle knees like leg braces. Cast a spell of instrumentalists and all of you MCs to hate us. Try on, hit you with that a shoulder cry on. Now to infinity, let icons be bygones. Ich bin ja ein Fan davon, wenn Künstler, wenn sie was performen, ne? Und auch wenn es nur gerappt ist. Ich will gar nicht hier sagen, dass Gesang irgendwie höher einzustufen ist als Rap, ne, gefühlsmäßig. Sondern wenn Künstler einfach wirklich den Text so fühlen, dass sie die Augen zumachen, ist wirklich, das berührt mein Herz hier. Oh, da waren sie zu schnell. Ach, mir gefällt es. Auch das sympathische, der sympathische Gesichtsausdruck von Mike. Sehr gut. Auch der Voice Crack oder wie sich da die Stimmung in Mikes Stimme verändert, ne, so richtig zerbrechlich. Oh, das ist Gänsehautmoment. Like this.
mind collide. This is the unforgettable sound, bringing you up but taking you down, coming at you from every side. The rhythm and rhyme collide. This is the unforgettable sound, bringing you up but taking you down. Das kriegt auch wirklich nicht jeder Künstler hin. Das am Anfang, ne, das ist ja, ist schon so ein bisschen depressed, der erste Teil dieses Medleys, ne? Es ist ja sehr zurückgenommen. Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt. Man hört es auch in Mikes Stimme, ne? Aber jetzt hier, wenn der Drop kommt, ach, der Drop, ne, ich gucke zu viele Hip-Hop-Videos. Ne, wenn sich das Stimmungsbild ändert, ne, und das Schlagzeug setzt ein, fühle ich mich sofort, die Stimmung, ne, sofort aufgehellt. Und das ist krass, dass das jemand schafft. Also wirklich, wirklich Hut ab. Also erstmal wirklich Respekt, dass man diese Version, ne, in sowas Chilliges, Hip-Hop-mäßiges verwandelt. Also das muss man ja auch erstmal können. Man denkt immer, ne, das ist ja nicht so schwer. Aber dass so eine andere Stimmung verursacht und so ein anderes Stimmungsbild wiedergibt, also das ist, Mike, ich weiß schon, warum ich Fan von dir bin. Das ist ja eigentlich, das ist ein richtiges Gechamme, ne? Ich habe mal Red Hot Chili Peppers live gesehen. Ohne Spaß, die haben das eine Stunde so gemacht. Das ist ein schöner Beat. Also macht Spaß, da zuzugucken und zuzuhören. Ich liebe das. Ist ja Hands Held High jetzt. Er hat da die ganze Zeit die Augen zu. Und auch wenn er nur diese Bewegungen macht, das nimmt schon viel Raum ein. Er füllt schon die Bühne aus mit seiner Präsenz. Das ist wirklich gut. Also wenn jemand die Augen zumacht, ne, und dann das rappt und der Rap hört sich auch noch so geil an, ne? Der Flow ist einfach gut. Er ist im Takt. Ja, ohne Worte, das ist wirklich krass. Shops and clothes, my dad. Not a lot of fear, I know, but enough pride inside not to let that show. My brother had a book, old with pride. Little red cover with a broken spine on the back. He hand wrote a quote inside. We're in the rich wage war, it's the poor who die. Meanwhile, leader just talks away, stuttering to mumble. The night it used to replay. The rest of the world watching at the end. Das ist einfach richtig gut. Und es sieht so einfach aus, wenn er rappt. Das hätte er nie was anderes gemacht. Also wirklich Kudos an Mike.
rest of the world watching at the end of the day. In the living room laughing like, what did he say? Oh, wirklich schön, wie er dann auch noch leiser wird, ne, und das ein bisschen bedächtiger rappt. Das könnte mir ständig angucken. Ah, wirklich schön. Also ich empfehle wirklich jedem, sich das Original hier anzugucken. Ich hatte wirklich Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen gefallen. Ne, ist jetzt nicht direkt Linkin Park. Aber Mike Shinoda, High Voltage und Step Up. Hat man so bestimmt auch eher selten gehört. Trotzdem, ist gut, wenn man es kennt. Also, Freunde, danke fürs Zugucken. Hat mich gefreut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace!